Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Ja, in der letzten Folge erstmal wieder Luft bekommen. In der letzten Folge haben wir mit Artemis gesprochen und haben dann auch ein paar Anzugsaspekt-Upgrades noch gekauft und einen Scanner-Modul der Klasse S. So, ich bin jetzt mal gespannt. Wie gesagt, es kann sowohl jetzt ein Scanradius sein oder die Erhöhung meiner Einkünfte. Schauen wir mal. Flora-Analyse, jawohl. 7000% Scanradius, 36%. Das sieht gut aus. Also da werden wir jetzt einmal ein bisschen mehr Geld bekommen als vorher. So, gut. Wieder zurück. Großer Frachter. Und weg ist er. So, okay. Wir kehren wieder zur. Soll ich die Anomalie wieder rufen? Nein. Verdammt. Ja, komm, wir gehen erstmal dort unten hin. Aber ich weiß gar nicht, was das hier ist. Muss ich gleich mal nachschauen. Ah, ich glaube, das sind von der Hauptmission. Ich glaube, das ist von der Mission. Ach, ich weiß es noch nicht. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wie gesagt, so eine schöne Legende wäre ganz gut. Ja, fliegt doch gleich da durch. So, was haben wir hier hinten für einen Planeten? Ein Chat. Ah, uralte Knochen. Hallo. Hallo. Hier haben wir einen Sengen-Theiser Planet. Hier gibt es aber Solanium. Hohe Wäscheaktivität. Eher ungerne. Und du bist. Ah, ein arktischer Planet. Hey, hallo. Okay. Wir gehen erstmal dort hinten hin. Zu den uralten Knochen. Weil das ist das, was ich auch mal erzählt habe, wo man auch etwas so ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann. Aber man muss halt schauen, dass man halt genügend Frachtraum zur Verfügung hat, also viel Platz. Ja. Ich habe es leider nicht. Ich kann leider nur drei Knochen aufsammeln. Vier. Vielleicht mein Schiff. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Knochen. Und das war's auch. Aber für ein bisschen Geld noch zu bekommen, ist das doch schon mal ganz gut. Oh, hat dieser arktische Planet ein Ringsystem gehabt? Nein, ne? Aber mal schauen, wie der arktische Planet ist, wenn dort keine Stürme sind, werde ich dorthin ziehen, weil, wie gesagt, das Kalte mag ich eher. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier Glück haben, direkt mit den Knochen. Wir landen hier mal. Uah. So. Und landen. Danke. So, bitte weg damit. Ja, hier die Tierwelt ist gefährlich. Dann schauen wir mal, wie viel Money du mir bringst. 62.000. Hey, cool. Ja, hau ab. So, du bringst mir. Ja, gut, je größer die Tiere sind, glaube ich, bringen sie auch mehr. 62.000 Credits. So, haben wir. Da hinten ist einer. Natürliche Grabstätte. Da haben wir was. Hier haben wir auch was. Hier ist verdammt viel. Wow. Wow, hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Die Pflanze bringt mir 20.000. Ja gut, okay. Metallfinger. Uff, okay. Gut, was haben wir hier? Salz. Nee, Salz brauche ich nicht.
Ja, natürlich. Okay, wir nehmen mal noch das Kohlenstoff mit. Die Wasserstoff habe ich noch genügend bei mir. Das kriege ich hier nicht. Na, komm schon. Und. Ach, danke. So, hat mein Schiff auch noch genügend Treibstoff? Ja, hat's noch. Gut, okay. Dann laufen wir mal den Weg mal zu Fuß dort hinten hin. Gibt es hier Flugsaurier, Flugtiere? Nein, ich sehe jetzt mal keinen hier. Hier ist noch ein Tier, was ich scannen kann. Blub. Das haben wir schon fast 500.000. Aber wie gesagt, diese Scanner-Upgrades, die lohnen sich wirklich enorm. Wie gesagt, wenn ihr sowas habt, so S-Module einfach reinklatschen, was das Zeug hält. Weil je mehr ihr davon habt, desto mehr Geld bekommt ihr natürlich auch. 513 Units. Aber hier, die Steine hier, die bringen so nichts. Ja, die bringen nur 200 Credits, was eher schon, naja, sag ich mal, traurig ist. Ammoniak. Brauche ich nicht zur Zeit. Brauche ich nicht zur Zeit. Oh. Ah, ich hasse diesen sengenden Regen. So, Grabstätte. Was willst du denn schon wieder? Weg mit dir. Yep, tschüss. Sorry für die armen Tiere, aber naja. So, dann schauen wir mal. Uralte Knochen. Knochenfragment. Okay, man bekommt jetzt nur noch einen raus. Wo ist dieser Knochenfragment? Hier ist er. 121.000 Units. Oh, hier. Da mal was Großes. 116.000 Credits. Ja, je größer die Tiere manchmal sind, desto mehr Geld bringen sie auch rein. Also dort hinten ist die nächste Grabstätte. Also manchmal hat man Glück mit den Grabstätten, dass die, sage ich mal, nicht nur ein einen Knochen haben, sondern auch im Umkreis von 50 Us, 100 Us, 100 Us ist gerade, aber so 50 Us mehrere Knochen sind, also wo man richtig abstauben kann. So, ein bisschen Fracht habe ich noch. Komm, Silikatpulver. Ne, ja, komm weg damit. Salz weg, brauche ich zurzeit nicht. So, dann wollte ich auf diesen arktischen Planeten gehen. Mal schauen, wie der ist. So. Ja, uralte Knochen. Auch nur einer. Ah, der kostet jetzt nur 75.000 Units. Ah, okay. Gut. Okay, wir rufen unser Schiff bei. Wenn ich hier mal hier Platz habe. Dankeschön. Kann man hier noch was scannen? Natürlich. Ein bisschen Geld muss sein. Bisschen Geld muss sein. Ich sehe schon da was. So, und weg hier. Der Planet mag mich nicht. So, wir laden mal unseren Treibstoff auf. Das ist immer ganz wichtig, wenn man einen Planeten verlässt, immer auf den Treibstoff achten. So, gut. Die Station ist dort hinten. Ja, das ist halt ein normaler Planet ohne Ringsystem. Ja, ich habe echt manchmal Wünsche und Vorstellungen, wie ich meinen Planeten gerne hätte. Ja, aber wer hat es nicht, ne? Also, der eine mag dort auf diesem Planeten gerne bauen, der andere will auf diesem Planeten gerne bauen, der andere, sage ich mal, hat lieber eine Unterwasserbasis, also ja. Und
danach fliegen wir zur Atlas-Schnittstelle. Was? Flackerige Signale werden zunehmend schwächer. Das Schiff von Händler muss wohl dringend repariert werden. Ja. Gut, dass ich was habe. Sie gibt mir, was sie erübrigen kann, bevor sie zur Reparatur des Schiffes aufbricht. Ansehen, der Gag verbessert, ja. Ah, Naniten. Okay. Warum nicht? Kann ich immer wieder gebrauchen für das nächste Upgrade für meine Waffe. So, Gag-Rang 1 von 9. Na, ist auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, ich werde mal auf diesem Planeten mal gleich landen. So, aber erstmal hier hinein. Das Upgrade kaufen. Dann die Weltraumanomalie rufen. Dort das Upgrade kaufen. Also wie gesagt, man hat hier eigentlich sehr viel zu tun in No Man's Sky. Wie gesagt, es ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Also es hat sich hier einiges getan. Und ich bin auch froh drum. Also die haben das Baby wirklich sehr gut geschaukelt bekommen. Ja, ja. Was hast du denn für eine Waffe? Ne, stopp, falsch. Vergleichen. 2,3 Millionen. Du hast aber eine verstärkte... Du hast eine verstärkte Kartusche für den Plus, für den Blitzwerfer, aber ich habe keinen Blitzwerfer. Ah. Schauen wir mal. Upgrade-Module kaufen. Ich habe 275 Naniten. Aber du hast nichts für mich. Minenlaser. Abgabeleistung, Hitztoleranz, Treibstoff. Geologie. Erhöht sowohl den Explosionsschaden als auch den Kraterradius. Brauche ich nicht. Nee. Du hast leider nichts Schönes für mich dabei. Schade. Mal die Sachen verkaufen, was ich so noch bekommen habe. Und... Ja, passt. So, also ich... Auch wenn das jetzt hier... Also wenn der Planet sollte gut sein, habe ich auch ein gutes System. Weil ich mag die Gags eher mehr als die Birkins und wie die anderen noch allen geheißen. Reines Ferrit, Mordit, Gamma-Wurzel, Navigationsdaten, Kabelbaum, Kürbisknolle, Metallplatten, geborgene Daten, schuppiges Fleisch. Hat das mir jetzt da wirklich so viel noch gegeben? Okay. So, was kann ich denn hier kaufen? Ionenakku, Uran. Oh, Uran für so wenig. Für so wenig nur? Wow, hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Reines Ferrit führt 34. Okay, Ferritstaub. Mikroprozessoren. Ah, das hört sich auch gut an. Na gut, na gut. Ah, was hast du für ein cooles Schiff? So, okay. Dann rufen wir jetzt einmal die Weltraumanomalie. Weltraumanomalie herbeirufen. Jawohl. Kaufen uns dort das Upgrade. Werden dort noch ein paar Daten noch abgeben. Für noch mehr Naniten zu bekommen. Ja, es muss halt sein. Man muss irgendwie schauen, wie man seine Upgrades bekommt. Man bekommt natürlich auch die Upgrades im Verlaufe der Story. Also wenn man die ganzen... seine Basis ein bisschen aufgerüstet hat, kann man, sage ich mal, einen Waffenexperten noch einstellen, einen Geologen, was es noch alles noch gibt. So, und die geben einem dann halt auch noch die Blaupausen zusätzlich, ohne dass man halt die Naniten
aufbrauchen muss. So, gib mir was. Ah, du willst mir nichts geben? Hä? Auf einmal bist du geizig? Hm. Gravitonbälle. Habe ich nicht. Aber Meilenstein übertragen. Das kann ich. Gibt uns 52 Nieten. Der war geizig gewesen heute. So. Wir sollen mit Nada reden? Oder Polo? Nach Artemis fragen. Weggehen. Okay, dann kaufen wir uns mal noch hier den Anzugsab. Oder erstmal schauen, was es hier für eine schöne Waffe gibt. Bitte hast du Platz. Nein. 1,5 Billionen Units. Für den Anfang? Für den Anfang wäre es okay. Ah, 50.000. Ja, nehmen wir. 50.000. Ja, mal schauen. Aber jetzt geht's erstmal zu dem Planeten. Weil ich muss mich dort auch etwas länger aufhalten. Auf diesem arktischen Planeten, weil. Weil, wenn es dort Stürme gibt, dann will ich dort auch nicht bleiben. Weil ein Planet ohne Sturm ist immer sehr gut. So, gut. Rein ins Cockpit. Und wir fliegen los. So, 900.000 Units. Wenn ich den Planeten ein bisschen erforscht habe, dann habe ich wieder die 1 Million zusammen. So. Dann schauen wir uns mal diesen Planeten mal an. Interessant. Sehr interessant. Er hat Wasser. Oder? Ja. Oh. Das ist kein arktischer Planet. Das ist auch ein Wasserplanet. Aha. Cool. Kommt dort auch noch etwas eine größere Landmasse? Ja, hier. Unterkühlte Stürme, oh, okay. Aber keine Wächter. Ha, schade, es gibt hier Stürme. Das ist ja extreme Bedingungen. Schade. Echt schade, weil, ja, der wäre schon cool, der Planet, aber. Sehr extrem hier. Schade, 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 schade. Oh, nichts geworden. Naja. Man kann ja nicht alles haben. So, dann fliegen wir noch. Da dieser Planet leider nichts ist, fliegen wir zur Atlas-Schnittstelle. Weil dann haben wir das auch hinter uns. Und dann. Werde ich doch offscreen, werde ich doch einen passenden Planeten noch suchen, der mir eventuell gefällt. Mal schauen, mal schauen.
So, die große, rote, mysteriöse Kugel. Und hier kann ich noch mal einige. Ah, hinten gibt es Treibstoff. Hier gibt es wieder ein paar Sprachen, die ich nehmen kann. Atlas-Wort gelernt. Ja, also früher waren es mal hier. Also, wer es noch von Anfang an kennt mit No Man's Sky, weil früher gab es hier so richtig viele Kugeln, wo man hier einsammeln konnte, für die Sprache zu lernen. Aber das haben sie halt reduziert. So. Und was haben wir hier? Natürlich Warpzellen. Das ist immer gut. So. Da ich die Sprache nicht kann. Sie führt meinen Verstand, ich werde verzerrt. Weggehen. So. Gut, okay. Da habe ich noch nicht den gewissen Meilenstein erreicht. Normalerweise würde der mir jetzt dann noch eine Blaupause geben für eine weitere Kugel, für diese herzustellen. Aber diesmal ist er, glaube ich, ein bisschen geizig. Ich glaube, das haben sie gefixt. Gut, okay. Dann würde ich sagen, mach ich mich doch auf den Weg nach einem passenden Planeten für mich. Wie gesagt, passend ist gut. Ja. Hier, Seyapo, was ist das? Das würde mich jetzt noch interessieren. Seyapo, ist das für unsere Mission? Da schauen wir noch ganz kurz schnell rein. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das würde mich jetzt noch interessieren. Oh, ein schwarzes Loch. Okay. Ein schwarzes Loch. Uralte Knochen. Okay. Ich bin kein Freund von schwarzen Löchern. Verfallener nuklearer Planet. Was haben wir hier? Ein grünlicher Planet, hohe Wäscheaktivität. Oh Gott. Hohe Wäscheaktivität. Sternknolle. Oh, da hinten, der hat einen Mond. Und durch das Ringsystem. Blip. So, was hat denn der Mond hier? Unbekannter Mond. Isotopischer Mond. Aggressive Wächter, ja, kannst mich mal. Nix für mich. Unbekannter Planet. Durchbrochener Planet. Okay. Gut, weiter geht's. Gut, okay, dann würde ich sagen, war's das gewesen mit der Folge. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis denne. Tschüss.